So, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Podcast von Sven Heinreich, Folge Nummer 69. Diesmal sage ich die richtige Zahl. Hier nehme ich mal mit der iPhone-Kamera auf. Also das wird ein Video, was ich später in MP3 umwandle und aus gutem Grund. Also das zum Beispiel, DJ Gizmo, das ist zum Beispiel eine Sache, die du auch machen kannst, wenn du also sagst, du willst einfach nur ein Video auf YouTube stellen, willst aber nicht, dass die Leute was sehen, dann nimmst du einfach die Kamera-App von Apple, ganz normal, gehst auf vordere Kamera und machst deine iPhone-Hülle zu. Ja, am besten noch schön dunkel im Raum, also Licht aus, so wie ich jetzt nachts. Ja, und dann sieht man nämlich auch nichts. Und dann kann man wunderbar mit der Kamera-App Videos machen, ohne dass man gesehen wird. Kann es später in MP3 umwandeln und hochladen. Oder halt gleich als Video hochladen, weil es ist ja dann gleich in der Foto-App. So kann man sich zum Beispiel auch das Umwandeln und Co. sparen, wenn man einfach nur mal ein Video machen möchte. Ja, und wenn man ein iPhone XS Max hat oder ein iPhone 11 oder ein iPhone 11 Pro oder ein iPhone 11 Pro Max und so weiter. Ja, also ich glaube, ab dem 10S Max ist es, hat man ja auch den Stereoton. Der ist jetzt nicht umwerfend, aber immerhin. Ne? Also man kann auch so als Blinder dann wiederum diese ganze Bildgeschichte umgehen. Und ich habe auch eine App, mit der ich das dann auch in MP3 umwandeln kann. Das ist die MP4-Converter. So heißt die, glaube ich. Ja, MP4, ja genau, MP4-Converter. Und die habe ich auf dem iPhone und damit kann ich halt auch Videos in MP3 umwandeln. Ja, muss ich ja für den Podcast, ne? Aber wie gesagt, für YouTube habe ich gleich das Video und das ist auch eine Möglichkeit, um ja, Video ohne Bild aufzunehmen sozusagen. Also das finde ich ganz cool. So kann man auch einfach mal die Kamera-App benutzen. Ja. Und eine gute Funktion, ja. Ja klar, der Ton ist natürlich nicht so schön wie von einem Audiorekorder, aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich nur so eine Sprachaufnahme macht, so wie ich jetzt gerade, oder man will jetzt irgendwas präsentieren, reicht das natürlich. Man muss das iPhone dann natürlich auch hinstellen oder ja, hinlegen wäre nicht so günstig, weil ja ein Mikro bei der hinteren Kamera sitzt, also müsste man es dann oder auf die Seite irgendwie stellen. Ja, die Mikros dürfen natürlich nicht verdeckt sein, aber wenn man also eine Klapphülle hat, so wie ich das habe, dann macht man die Klapphülle einfach zu. Die darf natürlich nicht durchsichtig sein, die Hülle. Und dann sieht man auch nichts. Ja? Und ja, ist auch eine Möglichkeit, Videos zu machen. Ja. Ja. Und hier an diesem Beispiel hört und seht ihr das ja auch. Ja, und das ist halt die 69. Wir kehren also langsam immer näher auf die 100 zu und die letzte Folge wurde plötzlich abgebrochen, weil ich dummerweise an dem Knopf rangekommen bin, aber ich habe gedacht, ich lade sie trotzdem hoch. Sind ja auch schon einige Wiedergaben, also wirklich bin echt begeistert. Gut, einige sind natürlich meine Wiedergaben, aber gut. Aber ja, so habt ihr auch mal meine innersten Gefühle mitgekriegt, wie es mir momentan geht und ich denke, ich habe nicht zu viel verraten. Bin ja mal gespannt, ob diejenige drauf kommt, dass sie gemeint ist. Das ist natürlich auch eine spannende Sache, aber ist halt auch mal ein anderer Weg, um das zu offenbaren. Ne? Man könnte natürlich auch den klassischen Weg gehen können, ne? Von wegen, ja, ich muss dir was sagen, ich bla 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 und so, aber ich habe mir gedacht, man kann es auch anders machen. Ja, so ein bisschen versteckter, aber öffentlich. Und das ist einfach mal was anderes. Ne? Und da ich ja momentan nicht wirklich Lieder schreiben kann, da ich ja nur den DJX von meinem Bruder habe, der nicht schlecht ist, den man auch für einiges verwenden kann. Aber trotzdem, man kann natürlich, also wenn ich jetzt natürlich jemanden ein Lied, wirklich ein persönliches Lied schreiben will, dann muss das natürlich ordentlich klingen, also auch ein bisschen zeitgemäß. Und
Ja, da warte ich halt, bis ich irgendwann mal an einem etwas moderneren Keyboard sitze und dann, ja, schreibe ich ein Lied über die Situation von der letzten Folge, wenn es denn, ja, Erfolg hat. Aber ja, wie gesagt, so kriegt ihr einfach mal mit, wie man es auch machen kann. Und ja, wichtig für mich ist immer, und das sage ich immer wieder, und das werde ich auch immer wieder sagen, dass so etwas raus muss. Ja, also das hatte ich ja in einigen anderen Folgen schon immer wieder gesagt. Also dieses, naja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und wenn man das nämlich zu lange durchzieht, dann erreicht man eigentlich überhaupt nichts. Und das möchte ich allen wirklich aus dem We auf den Weg mitgeben, hier in dieser Folge. Wenn ihr ein Gefühl habt und egal, ne, wenn ihr eine Frau toll findet oder wenn auch an den Mädels, wenn an die Mädels, wenn ihr einen jemanden gut findet, dann lasst es raus irgendwie. Weil es bringt nichts, sich selbst was vorzumachen. Ja? Na klar, es kann sein, dass man einen Korb kriegt, logisch. Ist völlig realistisch, ja. Aber mal ehrlich, davon stirbt man nicht. Also viel gefährlicher ist es, bei Rot über die Straße zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich sage immer, alles, woran man nicht stirbt, ist doch okay. Und ja, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Und wenn derjenige natürlich sagt, nee, tut mir leid, ist nicht, auch das muss man akzeptieren. Und das ist auch ganz wichtig. Ich kriege auch immer wieder mit, dass Leute dann, ja, aber wieso und denjenigen noch, ja, warum sagst du nein? Das könnte doch und bla 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 und ach, und denjenigen nicht mehr in Ruhe lassen und sowas. Das ist einfach auch keine Lösung. Ich finde, wenn man klar heraus sagt, pass auf, das und das, ne? So wie ich es ja letztendlich in dieser anderen Folge gemacht habe. Gut, ich werde es natürlich auch noch anders machen, aber und wenn man dann natürlich, muss man natürlich mit jeder Reaktion rechnen, aber wie gesagt, lasst es einfach raus. Das ist ganz wichtig. Das kann ich jedem auf dem Weg mitgeben. Es passiert letztendlich nichts Schlimmes. Klar, man kann ein Nein kriegen, ja, aber. Ja, was ist ein Nein gegen jemanden, der bei Rot über die Straße läuft und erwischt wird, weil er, ne, also ihr versteht, was ich meine, ja. Und ich glaube, es gibt doch diesen Spruch, alles, was einen nicht umbringt, macht einen härter, oder wie war das? So ähnlich ist der Spruch, glaube ich. Und ja, das kann ich allen nur sagen, rauslassen. Ne? Und nur so kann man sich befreien und nur so kann man wirklich seine Gefühle wirklich ja, rauslassen und man fühlt sich danach wirklich besser, man fühlt sich danach freier. Und gerade in der heutigen Welt, wo viele mit ihren Gefühlen ja nicht so, ne, wie viele Leute, oder auch, es gibt genug Leute, die schreiben auch irgendwas und fühlen das gar nicht, ne? Das gibt es natürlich auch. Und deshalb ist es wichtig, gerade wichtig, sehr offen zu sein und einfach zu sagen, was man denkt. Und ja, finde ich sehr wichtig einfach. Ja, das wollte ich euch mit dieser kleinen Episode sagen, die ich jetzt gleich hochladen werde. Das ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 69, aufgenommen mit der Apple-Kamera. Mit zugeklapptem Handy und Stereo-Ton. Ja, genau. Dann werden wir uns bei der Folge 70 hören. Bis dann. Ciao, ciao.